Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers und zwar mit dem Razer Tomahawk AMD Extreme Edition Design Razer Tomahawk RGB für 4.699 Euro runtergesetzt von 5.399 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir mal erst zu dem Bild. Das ist jetzt, naja, vom Gehäuse her nicht fake, aber was drin verbaut ist, das ist schon fake. Auch die Gravur hier an der Seite, die stimmt natürlich. Nur hier ist es halt so, da wird teilweise geworben mit Trident Z Neo RAM, der ist einfach nicht verbaut. Die Wasserkühlung ist eine Enamax, die ist auch nicht verbaut. Hier ist eine Wasserkühlung drin, aber eben nicht diese. Die Grafikkarte soll eine MSI-Grafikkarte sein, ist hier ebenfalls nicht verbaut. Also ihr dürft euch echt nicht darauf verlassen, was euch hier gezeigt wird. Auch dieses grüne Leuchten, klar, ein bisschen ist es bestimmt vorhanden, aber nicht so extrem, wie es auf den Bildern von Hightech immer vorgestellt wird. Das finde ich ein bisschen schade, weil MIFCOM zum Beispiel schreibt einfach drunter, die Abbildungen können abweichen je nach Konfiguration, die machen das hier nicht. Ihr kauft das System, auch vielleicht anhand der Bilder, denkt geil, das kriege ich nach Hause und dann sieht es halt eben komplett anders aus. Das ist wirklich ein bisschen schlecht. Was man bei Hightech aber sagen muss, was sie gut aufschlüsseln, sind die einzelnen Komponenten. Also ihr wisst genau, was ihr bekommt, sogar bei der Grafikkarte. Wir klicken jetzt hier aufs Gehäuse zum Beispiel drauf und da sehen wir, das ist ein Razer Tomahawk ATX Gehäuse. Ich bin davon jetzt nicht so begeistert. Die Front ist geschlossen, also kein Mesh. Ich bin ja Fan von diesen Mesh-Gehäusen, allein schon wegen der Kühlung und so weiter. Hier haben wir einfach nur Seitenschlitze. Das ist wie bei diesem NZXT-Gehäuse, bei dem H510 heißt das, glaube ich. Da war das auch eine Zeit lang so. Die haben irgendwann umgeschwenkt, haben eine Meshfront reingemacht, da war das Thema erledigt. Das Ding, das wird auf jeden Fall gut warm, vor allen Dingen bei der Hardware, die hier verbaut ist. Und man muss auch einfach dazu sagen, dass einfach keine Lüfter mitgeliefert werden. Also die sind alle optional. Das bedeutet für euch, dass nur die Wasserkühlung vorne eingebaut wird wahrscheinlich. Und dann war es das mit Lüftern. Es kann auch sein, dass vielleicht Hightech hergeht und hinten noch einen Lüfter mit reinbaut, was ich nicht glaube, weil sie zählen es halt nicht explizit auf. Wäre schlecht, wenn es so wäre. Dann hätte das Gehäuse nur einen Intake, aber kein Outtake. Das heißt, es wird richtig muckelig in der Bude. Also ich bin kein Fan davon und für 170 Euro ist es halt auch echt schon krass teuer. Und das kostet 169,53 Euro bei Amazon. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 5950X. Das ist jetzt aktuell noch quasi der beste Prozessor, was die Kerne und die Leistung angeht. Natürlich gibt es noch den 5800X3D, der für Spielen besser geeignet ist. Aber der hier hat eine TDP von 105 Watt, 16 Kerne, 32 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Natürlich gibt Hightech nur den Turbotakt an. Wenn wir hier schauen, add 4,9 GHz und hier haben wir halt einfach 4,9 GHz im Turbo. Das läuft auch nicht permanent, dann wird er sowieso zu warm, deswegen gibt es immer noch den Basistakt dabei. Das ist absolut kein schlechter Prozessor. Könnt ihr streamen, könnt ihr rendern, könnt ihr so ziemlich alles mitmachen. Ist wie gesagt der beste aktuell von AMD, bis die 7000er Serie kommt. Da wissen wir aber noch nicht so ganz, was uns erwartet. Ist auf jeden Fall ein Top-Prozessor, in der Preisklasse erwarte ich das auch. Und er kostet 539 Euro bei Mindfactory. Die CPU-Kühlung ist eine Razer Hanbo Chroma RGB AIO Liquid Cooler 360 mm. Das ist eine 360er AIO, also fast das größte, was ihr so kriegen könnt, was es an AIOs gibt. Es gibt noch 420er, ja, weiß ich, aber 360er passt auch gut in dieses Gehäuse rein. Hat RGB-Beleuchtung, hat 5 Jahre Garantie. Ich denke schon, dass die mit dem Prozessor klarkommt. Es ist halt jetzt wirklich die Sache, wie das mit dem Gehäuse aussieht, ob überhaupt genug Frischluft reinkommt und die Luft auch irgendwie wieder rauskommt. Rein technisch gesehen ist die Wasserkühlung für den Prozessor geeignet. Und die kostet stolze 249,69 Euro bei Computer Universe. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix X570e Gaming Wi-Fi 2. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Mainboard. Es gibt noch bessere, vor allen Dingen in dieser Preisklasse, wenn man danach sucht, kriegt man zum Beispiel die Crosshair-Reihe oder ähnliches. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein gutes Board. Das hat gekühlte Spannungswandler, hier noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten kann auch noch eine SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und die Erweiterung Slots könnt ihr wie immer für Erweiterungskarten benutzen, wie zum Beispiel irgendwie eine USB-Erweiterungskarte, Capture-Karte oder sonst irgendwas. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth, 7x USB 3.1, USB Typ C ist auch mit dabei, 2 Netzwerkdosen. Bevor ihr euch fragt, warum 2 Netzwerkanschlüsse, ihr könntet zum Beispiel den einen nutzen für Internet direkt und das zweite irgendwie, um noch irgendwie einen lokalen Server oder so
damit zu verbinden, wie ihr gerne möchtet. Flash-BIOS-Button haben wir auch mit dabei. HDMI und DisplayPort könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr zieht das Bild bitte über die Grafikkartenanschlüsse. Das ist auf jeden Fall ein grundsolides Board. In der Preisklasse hätte ich mir tatsächlich sogar noch was Besseres gewünscht, weil das System wirklich eine Menge Geld kostet und ihr seht auch gleich noch, wir haben noch ordentlich Puffer. Und das kostet 369 Euro bei ProShop. Was den Speicher angeht, bekommen wir PNY XLR 8 Gaming Epic X RGB DIMKit 64 GB DDR4 3200 MHz. Das sind insgesamt 4 Module. Hier seht ihr aber schon, es ist kein Trident Z verbaut von G-Skill, sondern wirklich PNY RAM-Speicher. Den gibt es nur als Zweierpack mit 32 GB. Das heißt, das packen wir zweimal in den Warenkorb. 3200 MHz entspricht natürlich der Spezifikation von AMD. 3600er ist aber eher so der Sweet Spot für diese Prozessoren. Das wäre deutlich besser gewesen. 64 GB in der Preisklasse ist klar. Das muss sein, weil wer über 4000 Euro für einen PC ausgibt, der gibt sich mit 32 GB einfach nicht zufrieden. Der hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung und so, das passt. Und der kostet 133,90 Euro bei XCOM. Die Grafikkarte ist eine KFA2 GeForce RTX 3090 SGOC. Das ist jetzt nicht das beste Kühldesign, es gibt deutlich bessere Karten. Natürlich ist es eine 3090, das ist nichts anderes als eine 3080 Ti mit mehr Speicher. Man muss es wirklich so sagen. Die paar Prozentpunkte mehr Leistung, die lohnen sich einfach nicht. Die hat auch eine stolze TDP von 350 Watt. Das ist eben auch das Thema, die wird auch gut warm. Und gerade in diesem Gehäuse, wenn die Lüfter wirklich fehlen, gibt es da Probleme. Nichtsdestotrotz ist das eine gute Grafikkarte, danach kommt nur noch die 3090 Ti. Das ist schon fast das Beste vom Besten und dementsprechend könnt ihr auch in WQHD und 4K super spielen. Und die kostet 1199 Euro bei eBay über Saturn Wolfsburg. Das Netzteil ist ein FSP Hydro PTM Pro 1200 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Platinum zertifiziert und Vollmodular. Ist ein Top-Netzteil, gar keine Frage. 1200 Watt passt auch super in dieses System. Könnt ihr später vielleicht sogar noch die 4000er Reihe von Nvidia reinpacken, je nachdem, was die für Verbrauchswerte haben. Kann ich überhaupt nicht meckern. Die Kabel, die ihr nicht benötigt, werden einfach weggelassen, werden euch wahrscheinlich dann mitgeliefert im Karton. Das ist in Ordnung. Und das kostet 228,50 Euro bei Equipa. Die SSD ist eine Samsung SSD PM9A1 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5200 MB die Sekunde. Die ist sauschnell. Das ist nichts anderes als eine 980 Pro, einfach nur als OEM-Variante. Die könnt ihr als Endkunde aber auch kaufen, ist dann ein bisschen günstiger. 2 TB ist in Ordnung, vor allen Dingen, weil wir hier noch HDD-Speicher mit dabei kriegen. Das ist soweit okay. Wer es braucht, Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist natürlich enorm. Natürlich aber auch bei so einem System zu erwarten. Und die kostet 253,99 Euro bei Mindfactory. Die HDD ist eine Toshiba P300 Desktop PC 6 TB. Es ist halt einfach eine 6 TB HDD zum Auslagern von Videos, von Bildern, vielleicht sogar von Spielen, wo die Ladezeiten nicht so wichtig sind. Es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, wenn ihr da jetzt GTA zum Beispiel draufpackt, GTA 5, habt ihr längere Ladezeiten, aber das ist in Ordnung, dass sie dabei ist. Und die kostet 118,75 Euro bei Mindfactory. Blu-ray haben wir nicht mit dabei, die Schnittstellen haben wir eben drüber gesprochen. WLAN ist natürlich auf dem Board, Sound ist auch auf dem Board. Und als Software bekommen wir noch Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit mit dabei. Das reicht natürlich bei dem System auch völlig aus, weil die AMD-Prozessoren brauchen noch kein Windows 11, weil die haben keine Performance- und Efficiency-Kerne. Windows 11 ist nur angedacht, zum Beispiel bei Intel ab dem 12600K. Da macht es Sinn. Hier habt ihr auf jeden Fall bessere Stabilität, was das System angeht, beziehungsweise bessere Kompatibilität, auch was Spiele angeht. Wir hören ganz oft, dass einige Spiele nicht so laufen wollen unter Windows 11. Unter Windows 10 ist es eigentlich kein Problem. Und das kostet 28,52 Euro bei SK Computer Alsdorf. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 3.424,63 Euro. Das System soll kosten 4.699 Euro, runtergesetzt von 5.399 Euro. Jetzt könnte man ja meinen, wegen dem Streichpreis, man macht einen Schnapper. Nee, dem ist nicht so. Ihr bezahlt über 1000 Euro fürs Zusammenbauen. Also selbst bei so einem teuren System könnte man vielleicht sagen, okay, 350 Euro fürs Zusammenbauen, wenn man jetzt so 10% rechnet, irgendwie 350, 400 Euro. Aber das ist deutlich zu teuer. Wenn wir den Preis jetzt mal außer Acht lassen und rein auf die Konfiguration gucken, ist die gar nicht mal so schlecht. Klar, beim RAM hätte man 3600 MHz RAM nehmen können und schon statt einer zweiten HDD irgendwie einfach eine SSD reinpacken. Aber rein konfigurationstechnisch ist das System irgendwo okay. Das Gehäuse ist nicht mein Fall, das wird wahrscheinlich irgendwie ersticken da drin, da könnte man irgendein Airflow-Gehäuse nehmen zum gleichen Preis. In der Preisklasse gibt es auf jeden Fall gute Cases. Aber preislich gesehen ist das halt totaler Müll. Und ihr kennt es ja schon. Ich mache ja nicht das erste Mal über Hightech ein Video und nein, es hat sich nichts geändert. Und dass die Konfiguration so aussieht, liegt wahrscheinlich auch an Razer, weil ich kenne die Configs von Hightech und die sind nicht so normalerweise. Eigentlich packen die immer so eine 500 GB SSD und eine 1 TB HDD rein, dann sind die fertig damit. Hier haben wir es einigermaßen in Ordnung. Aber der Preis ist halt utopisch.
ich habe jetzt einfach mal Krotos angehauen, habe dem einfach mal diesen Link geschickt und habe gesagt, ey, was kannst du da anbieten? Und der hat quasi das System fast 1:1 nachgestellt. Das Einzige, was er getauscht hat, ist halt eine 980 Pro. Das ist die PM9A1 einfach nur für den Endkundenbereich. Und dann haben wir hier noch 3600 MHz RAM, auch 64 GB, auch RGB-beleuchteter RAM. Der Rest ist alles gleich. Hier ist sogar die Gravur mit dabei mit diesem Razer-Logo, wo ja Hightech fett mitwirbt. Krotos sagte, so eine Gravur kostet irgendwie 60 Euro oder so, dann wisst ihr ungefähr einen Preispunkt. Windows ist auch mit dabei und er bietet das halt für 3.750 an. Zum Vergleich nochmal, 4.699, 3.750. Wenn wir dazu jetzt nochmal Geizhals gegenüberstellen, gut, ich habe den RAM jetzt nicht getauscht, aber sei es drum, 3.424,63, 3.750. Das ist dann irgendwo noch fair. Ihr werdet auf jeden Fall nicht abgezogen. Das ist ja auch ein bisschen aufwendiger, das System. Viele teure Komponenten, wenn das mal in die RMA oder so gehen muss, klar. Aber es ist halt einfach anders möglich. Und das hat er jetzt nicht extra günstig gemacht. Er hat immer so seine Aufpreise. Ihr seht ja selber gegenüber Geizhals, dass da noch ein gewisser Aufpreis ist. Und ihr kriegt das gleiche System, nur mit anderem RAM, für diesen Preis. Und dann bin ich aus Jux und Dollerei einfach mal nach Dubaro gegangen. Hab da mal geguckt. Das hier ist das teuerste AMD-System, was sie aktuell haben. Ich bin einfach hier oben auf Gaming-PC, AMD Ryzen Gaming-PC gegangen. Das ist das teuerste System. Da ist ein 5950X drin, den hatten wir eben schon. Eine 3090 Ti. Nicht 3090 normal, sondern Ti. 3600 MHz RAM, natürlich nur 32 GB anstatt 64. Hier haben wir eine 2 TB M.2 SSD drin, die ist deutlich langsamer als die 980 Pro, aber es sind halt 2 TB dabei. Die HDD ist komplett weggelassen, das Mainboard ist auch top. Ihr bekommt dann 1000 Watt Netzteil anstatt 1200 und ein Corsair 5000D schwarz. Da ist der Airflow auch nicht so geil, aber sei es drum. Den habe ich auch mal durchgejagt. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, übrigens eine 360er Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei 2931,47 Euro. Und da haben wir 3199 Euro runtergesetzt von 3299 Euro. Und das ist ein Streichpreis, wo ich sage, ja, das ist realistisch, das kann er mal gekostet haben. Und der Aufpreis, der jetzt gegenüber Geizhals sitzt, ist völlig in Ordnung. Und jetzt habe ich auch nochmal aus Spaß den einfach nachkonfiguriert. Wir haben jetzt ein anderes Gehäuse genommen, dieses Razer-Gehäuse gibt es nicht. Diesen Prozessor, der auch bei Hightech mit dabei war, auch eine 360er Wasserkühlung, auch das Mainboard, was wir eben kannten. 64 GB RAM, 3600 MHz, FuryBeast RGB, also RGB-RAM. Die 2 TB Samsung SSD, jetzt stimmt die Geschwindigkeit auch. Eine 6 TB SATA HDD, die halt auch dabei war bei Hightech. 24 GB RTX 3090, beliebiger Hersteller, da wissen wir jetzt nicht genau, was wir kriegen. Be Quiet Straight Power 11 Platinum 1200 Watt, das ist ungefähr gleichzusetzen mit dem Netzteil von Hightech. Da landet ihr bei 3578,50 Euro. Vergleichen wir das auch nochmal mit Geizhals. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei 3248,24 Euro. Und hier halt bei 3578,50 Euro. Das ist ein vergleichbares System. Die technischen Daten sind alle gleich. Bis auf das Gehäuse jetzt. Das hatten sie halt nicht. Ja, was soll ich machen? Es ist halt auch eine 360er Wasserkühlung, nicht ganz 1:1. Das Mainboard ist ungefähr gleichzusetzen mit dem anderen Mainboard. Der RAM ist auch nicht 1:1, klar, aber es sind die gleichen technischen Specs. Also ihr seht, dieser Preis von 4.699 Euro ist einfach utopisch. Und wenn ich jetzt hier runterscrolle, dann sehe ich halt, dass schon 3 Leute den angeblich gekauft haben. Ich will den jetzt nicht vorwerfen, dass es irgendwie fake wäre, aber wer sich ein System für 4.700 Euro kauft, schreibt nicht einfach rein, läuft einwandfrei oder top. Oder der gekaufte PC funktioniert super. Also ich bitte euch. Ihr könnt darüber denken, was ihr wollt. Ich sage auch nicht, dass es fake ist. Für mich sieht es aus, als wären diese Kommentare, naja, was weiß ich, alles 5-Sterne-Bewertungen. Ich sage euch ganz klar, lasst die Finger davon. Das System ist definitiv zu teuer. Ihr habt die Alternativen gesehen. Ich rede keinen Bullshit, sondern ich habe euch wirklich gezeigt, ihr kriegt das System bei Krotos, ihr kriegt es einigermaßen bei Dubaro für deutlich weniger Geld. Und lasst einfach die Finger von dem Schuppen. Ich kann auch gerne demnächst nochmal ein Video machen, wo ich kleinere PCs nehme im Bereich 1500 Euro, 2000 Euro, wenn ihr das möchtet. Nur ich dachte mir, ich mache mal wieder ein Video darüber, um einfach nur zu warnen. Weil Hightech ist dafür bekannt, dass sie zu teuer sind. Und trotzdem gibt es scheinbar Leute, die da immer noch PCs kaufen, sonst gibt es diesen Schuppen nicht mehr. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord, falls ihr noch Fragen habt oder vielleicht eine Config oder so braucht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.